Zum Wort gemeldet ist der Herr Bundesrat Marco Schreuder. Bitte, Herr Kollege. Ja, sehr geehrtes Präsidium, ich habe das noch nie draufgeschreibt. Ich mache einfach so. Ich bin neu hier, wissen Sie, deswegen, ich weiß auch nicht, wie man das hier draufstellt. Ich sehe da keinen Knopf. Dankeschön, lieber Herr Kollege, Dankeschön. Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute am Welt-AIDS-Tag, das wollte ich auch mal gesagt haben, ist ein wichtiger Tag, den Weg in den Bundesrat gefunden haben über ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, viele Menschen interessierendes Thema gesprochen haben. Aber es ist ja nun auch kein neues Thema. Über die Verfassungsreform, über Reformnotwendigkeiten und über einen schlanken, modernen Föderalismus wird ja hierzulande schon sehr lange diskutiert. Ich habe mir extra für heute mal die grünen Positionspapiere aus dem Jahr 2004 zum Österreich-Konvent mitgenommen. Da gibt es noch unendlich viele Möglichkeiten, uns nicht fertig diskutiertes und nicht umgesetztes leider, was vorgelegen ist. Und es ist bedauerlich damals gewesen, dass aus einer neuen Verfassung, aus einer schlanken Verfassung nichts geworden ist. Und heute, wo wir stärker unter Druck stehen, auch international unter Druck stehen, ist es natürlich umso bedauerlicher. Daher auch vielen Dank für Ihre klaren, offenen Worte. Wir von den Grünen können vieles, was Sie heute gesagt haben, unwidersprochen zustimmen. Nicht allem, aber vielem. Es sind viele Anstrengungen nötig, haben Sie gesagt, ja. Es gab unzählige Vorschläge vom Österreich-Konvent, die liegen derzeit nur noch in Schubladen oder sie sind schon längst in Rundablage gelandet. Und nebenbei, das sei auch bemerkt, ich finde das ganz wichtig, hat ja auch der Rechnungshof insgesamt, also gemeinsam mit dem IHS, dem WIFO und dem KDZ, Zentrum für Verwaltungsforschung, mittlerweile 599 Vorschläge für eine moderne Verwaltung. Es gäbe also wirklich sehr viel zu tun. Der Kompetenzdschungel, Sie haben es angesprochen, ich will jetzt nicht mehr die einzelnen Bereiche eingehen, sind schon oft genug genannt worden, nervt den Bürger und Bürgerinnen. Die Bürger und Bürgerinnen haben nicht den Eindruck, dass es hier dann eine Verwaltung gibt, die für sie da ist, sondern alles verkompliziert. Die Bürger und Bürgerinnen haben einfach nicht den Eindruck, dass hier für sie gearbeitet wird, sondern es hier um Machterhalt und Einflussbereichen von verschiedenen Gebietskörperschaften gibt. Das gehört abgestellt, ganz dringend. Und ja, Sie haben auch den Mut des Bundesrats angesprochen. Also wir nehmen das den Ball sehr gerne auf. Ja. Obwohl auch ich diesen Institutionen gegenüber bekanntermaßen skeptisch eingestellt bin, das habe ich auch schon hier gezeigt. Aber, naja, ich fand es besser, es macht ein kritischer Mensch als ein unkritischer. Ich finde, ein Gremium hat auch kritische Menschen verdient und Sie können sicher damit leben, davon bin ich überzeugt. Aber eine Frage stellt sich schon, ob Parteien, die natürlich auch ein Interesse, ein Eigeninteresse haben, Posten, Macht, Einfluss und so weiter, überhaupt noch fähig sind, eine moderne Verwaltungsreform und eine Verfassungsreform zu bewerkstelligen. Ich nehme mal als Gegenbeispiel, nenne ich ein Land, das sehr schwer in der Krise war und schon etwas durchlebt hat, wo ich hoffe, dass wir nicht in diese Krise geraten. Das war Island. Island hatte eine veraltete Verfassung und es war völlig klar, dass sie eine neue Verfassung brauchen. Die Krise kam durch was anderes, natürlich, aber die Krise hat verursacht, dass sie sich überlegt haben, in welcher Verfasstheit existieren wir und welche Reformen brauchen wir. Sie haben bemerkt, so wie es war, kann es nicht weitergehen. Wir müssen doch mal überlegen, wie ticken wir eigentlich? Was sind die Spielregeln unserer Republik? Darum ging es. Was haben die gemacht? Sie haben einen Verfassungsrat einberufen. Da durfte jede und jeder kandidieren, außer Parteifunktionäre und Mandatare und Mandatarinnen. Die durften nicht kandidieren. Es waren Menschen aus der Bevölkerung. Und da musste eine linke Aktivistin mit einem Dorfpfarrer darüber diskutieren, wie wollen wir unser Land eigentlich gestalten.
Was ist sinnvoll? Wie wollen wir Demokratie in diesem Land leben? Dieser Verfassungsrat hat dann eine Webseite aufgemacht, YouTube-Channels aufgemacht, eine Facebook-Seite aufgemacht, einen Twitter-Channel aufgemacht und jede, der in Island lebt, durfte mitreden, mitformulieren, Vorschläge einbringen. Die wurden in diesem Rat behandelt und daraus, und siehe da, kam ein Verfassungsvorschlag. Der ist fertig, der liegt jetzt vor. Sehr interessant, gehen Sie mal auf die Website vom isländischen Verfassungsrat, der liegt nämlich auch in englischer Sprache vor. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, wow, ist das eine gute Verfassung. Also ich frage mich, wenn wir schon Reform, Mut zu Reformen haben sollen, schauen wir zum Beispiel solche Modelle an, die tatsächlich modern sind. Ob Föderalismus in Österreich modern ist, da möchte ich trotzdem einen Aspekt herausheben. Und Sie haben ja die Landeshauptleutekonferenz angesprochen. Und das möchte ich schon hinterfragen, ob die Landeshauptleutekonferenz ein Beispiel für modernen Föderalismus ist. Ich sage hier ganz klar, nein. Die Landeshauptleutekonferenz steht nicht in der Verfassung. Sie ist informell. Die Protokolle sind geheim. Wenn ich als Bundesrat das Protokoll von der Landeshauptleutekonferenz, das ist ja, ich meine, der Bundesrat und die Landeshauptleutekonferenz sollte ja eigentlich zusammenarbeiten. Wenn ich die Protokolle der Landeshauptleutekonferenz haben will, ich habe sie nicht, ich bekomme sie nicht. Also wenn es nur daran, wisst ihr was, wenn das eure Ansicht ist, dass nur Parteifunktionäre von Großparteien die Protokolle einer Landeshauptleutekonferenz bekommen soll, aber die Bürger und Bürgerinnen oder auch Journalisten, Journalistinnen keinen Einblick haben dürfen, dann kann ich nur sagen, dann ist die Landeshauptleutekonferenz ein Fall für WikiLeaks, weil dann hoffe ich, dass diese Protokolle demnächst im Internet veröffentlicht werden, weil alle Bürger und Bürgerinnen das Recht haben sollten zu wissen, was in einem so mächtigen Gremium beschlossen wird und was die Pläne für dieses Land sind. Solange das nicht öffentlich ist, nicht transparent und im Verborgenen hinter verschlossenen Türen, das ist keine moderne Demokratie.